Schaut gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbei für günstige Spiele-Keys. Link dazu in der Videobeschreibung. So, damit wieder los geht's zurück zu einer neuen Folge von Quen Unternehmen, wobei wir mit Double Time anderweitig wunderbare Sätze aufsprechen, die gar keinen Sinn mehr ergeben und nicht mehr verständlich für das menschliche Ohr sind. Ja, willkommen zurück zu einer wunderbaren Folge und wir machen heute mit dem Café weiter, nachdem wir letztes Mal einen kleinen Ausritt gemacht haben mit 6,2 Millionen, die gut investiert worden sind, muss man mal ganz klar sagen. Und heute geht's mit der GTR-Story weiter. Und wir haben ja den R34 GTR. Zuckergeil, voll aufgebaut, aber der Nachfolger, der R35, der soll natürlich trotzdem noch ran. 700er Score brauchen wir, mit dem wir das letzte Rennen angehen. Und ich möchte diesen Wagen natürlich trotzdem noch anpassen. Bei dem GTR, den möchte ich tunen, dies, das, ihr wisst Bescheid. Der kriegt natürlich jetzt nicht die Vollpackung wie der R34, aber eben passend, dass er 700er Score bekommt. Und ich merke, das White Body Kit kostet gerade mal 25.000. Junge, das ist ja ein richtiger Schnapper. Auf dem Grabbeltisch einfach mal kurz so mitgenommen, das Body Kit. Alter, das macht den aber auch zu einem komplett anderen. Holy shit, das ist ja ein komplett anderes Auto dadurch. Aber ich finde auch gut, wie die Felgen so leicht flackern. Die sind leicht nervös jetzt schon vom White Body Kit. Aber das ist schon. Nehmen wir mit. Das sieht schon sehr geil aus, muss ich sagen. Also, das ist von der Breite schon. Lego Schmego, einmal zum neuen Porgen, bitte. So, das haben wir. Alter. Der hat jetzt eine ganz andere Karosserieform. Das ist wie der R34. Das Auto sieht plötzlich ganz anders aus. Positiv anders, aber anders. Und wäre in der echten Welt mit 25.000 gar nicht mal so schlecht angerechnet, glaube ich, für die Karosseriearbeit, die da drin steckt. So, dann gehen wir natürlich jetzt rüber, ne, für mehr Optik, dies, das. Die Auto und gucken mal, was es für Bodykits gibt. Oder ob es überhaupt irgendwelche Lippenteile gibt. Das Schade ist, was ich ein bisschen finde, es gibt nicht wirklich Autos mit anderen Stoßstangen. Also es gibt meist Lippen und Anbauteile. Aber wirklich richtige, ich sag mal, Bodykits im Allgemeinen mit anderen Stoßstangen und sowas gibt es hier in Gran Turismo eher weniger. Also da hat Forza und so immer noch so leicht den Schritt voraus. Das wäre noch ganz geil, wenn wir für die meisten Autos auch noch von anderen Herstellern so Bodykits hätten. Ich meine, Partnerschaften mit Gran Turismo machen wir mal nichts vor. Ich glaube, die meisten Hersteller würden denen in den Arm springen. Die würden sagen, komm her, komm, lass machen, ab sofort, jetzt sofort rein da. Wir ändern erstmal die Farbe auf die Felgen, Wir ändern auch gleich die Farbe, weil in Rot, muss ich sagen, fühle ich den R35 mal so überhaupt 0,0. Das sieht echt nicht schön aus. Wir machen den einfach, ich würde mal sagen, wir machen den in Jade, weil Jade haben wir noch rumliegen. ja, ich auch immer so, oh, da hinten, da liegt noch eine Lackierdose Jade rum, weil sie wollen, können sie machen, das ist mir auch Bums. Warum haben wir denn Jade? Ich kann mal kurz Jade finden. Bianco Gara, wo ist denn die nächste Farbe? Jetzt sagen wir denn die Jade. Das sieht doch einfach sehr schmackhaft aus, ne? Muss man einfach mal ganz klar sagen. Gibt's ja auch, ne? Den F35 GTR gibt's ja in der letzten Edition oder in der Edition jetzt nochmal in Jade zu kaufen, sehr limitiert. Was sehr geil ist. Sonstige dürften die Anbauteile sein. Die würde ich sehr, sehr gerne nicht in der Farbe haben. Ja, genau, weil die Diffusoren und so in Wagenfarbe, das wirkt irgendwie direkt ein bisschen. Ich will nicht sagen scheiße, aber nicht so geil. Matt-Schwarz kommt sehr geil. Wir nehmen Matt-Schwarz. Das ist ein schöner Farbakzent zum restlichen Fahrzeug. Das funktioniert, finde ich, optisch sehr ordentlich. Dann machen wir noch einen schönen Scheibenbanner dran. Einfach der Optik wegen. Und dann speichern wir das Ganze einmal schön ab. Und schon sieht der Wagen clean aus. Ich weiß nicht warum, aber im roten R35 in Rot fühle ich gar nicht. Also R34 und so geht noch in Rot, auf jeden Fall fit. Aber R35 in Rot. Nee, du, ich weiß nicht. Das muss es sein. Muss es so sein? Ich glaube nicht. So, dann Anpassungsteile. Jetzt gucken wir mal kurz. Ja, wir haben natürlich wieder schöne Lippen. Obwohl die diesmal ganz schön designt sind, muss ich sagen. Boah, jetzt bin ich aber. Die erweitern schön die originale Frontlippen. Und ich bin jetzt gerade sehr hintergerissen, welche von den beiden ich haben will. Ne, wir nehmen die ganz dicke. Komm, wir übertreiben es hier direkt. So, Schweller. Sind beide geil. Der hat das schöne Detail eher hinten am Seitenteil und der über den ganzen Schweller verteilt. Wir nehmen jetzt mal den ganzen Schweller verteilt. Das finde ich ein bisschen nicer. So, Heckdiffusor. Gibt es natürlich wieder den wunderbaren Sushi-Maker, den wir auch schön bei den anderen Skylines schon drunter zimmern konnten. Und auch das ist wieder ein Auto, das ich ohne Flügel leider sehr fühle. Ich bin jetzt gespannt. Also, wenn jetzt ein Ducktail kommt, dann haben sie mich komplett abgeholt. Dann, scheiße, der originale Flügel ist in dem Fall auch schön. Aber Ducktail wäre natürlich schon. Oh, was ist das denn? Schwebt der? Ach nee, der hat schon Ansatzpunkte, aber der sitzt so ganz komisch. Der hat nur, also wäre der außen befestigt, so wie beim Evo oder so. Aber gut, geht ja nicht, weil der Heckdeckel da nur sitzt. Aber ich finde, also der Spoiler vom Design geil, die Positionierung schwierig. Also die Haltepunkte, ihr wisst, der schwebt mir zu viel. Oh Gott, okay, ich bin durch. Es gibt ein Ducktail-Thema durch. Ist scheißegal, wir brauchen gar nicht diskutieren, ob der komisch sitzt. Wir haben Ducktail. Ha, Thema egal. So, Motorhaubenstifte machen wir nicht. Abstellparken machen wir nicht. Überrollkäfig machen wir. Renn damit. Ja, für 30 Tunen im Spiel ist ganz schön günstig nebenbei.
Scheinwerfer machen wir super kühl. Dann Nummernschild, hat er momentan keins. Ich glaube, da belassen wir es auch, weil es einfach cool aussieht ohne. Kühlgerät können wir noch ändern. Warum können wir denn bei den GTRs immer das Logo rausnehmen? Wer sagt sich denn jemals, ich habe jetzt mehr Geld ausgegeben als für den normalen und nehme das Logo raus? Das bleibt schön drin. Ich mag das Logo. Das GTR-Logo ist halt auch ein schönes Logo. Das ist halt, was ich meine. Das GTR-Logo sieht ja optisch auch richtig, richtig lecker aus. Also warum sollte man das jemals rausnehmen wollen? Es gibt so viele Lego-Logos, die schlimmer aussehen, wo ich mir denke, ja bitte, direkt raus aus dem Grill. Aber das GTR-Logo, also das ist ja auf keinen Fall eins der Logos, wo ich jetzt sagen würde, das möchte ich bitte nicht auf meinem Auto sehen. So. Jetzt fangen wir mit dem nächsten Spiel an. Das Schöne ist, das Spiel hat ein Update bekommen, was Anti-Lag hier auch angeht, mit dem letzten Update. Anti-Lag ist jetzt nicht mehr an, aus. Es gibt jetzt an, aus, leicht und heavy. Wir machen natürlich immer heavy. Ist klar, wir wollen natürlich maximal Krieg am Auspuff haben. So, Rennauspuff wollen wir natürlich auch haben, wo wir gerade dabei sind. Bremsen auch. Bremsbeläge auch. Bringt keinen Unterschied, was komisch ist. Macht immer noch gar keinen Sinn. Auspuffrümer auch. Voll anpassbares Fahrwerk auch. Und weiche Reifen wollen wir noch, genau, weiche Reifen wollen wir auch. Und ich glaube, den Rest machen wir jetzt über Gewichtsreduzierung, weil der Kollege wiegt nämlich 1,7 Tonnen. Und alles, was wir dem an Gewicht wegnehmen können, kann nicht schaden. So 1,5 Tonnen. Und dann sind wir schon bei 1,45 Tonnen. Guck mal, das ist schon angenehmer. So, den Rest machen wir nicht mehr, weil wir aktivieren ja jetzt auch Anti-Lag und ändern auch die Fahrwerkhöhe. Und wir wissen ja, dass das hier jetzt mal mir den Leistungsscore jetzt mal gebroken hat. Und bevor ich jetzt wieder zu viel reinballer und mich dann wieder aufrege, machen wir es lieber richtig. So, 1 Zentimeter tiefer die Jetzt sieht es hier hinten natürlich voll im Radkasten und hinten nicht, aber gut, so, warte mal. Vorne und hinten, ja, ihr wisst, wie ich meine, egal. So, Anti-Lag, ziemlich aus, schwach und stark. Wir machen natürlich stark, liebe Leute, weil, wenn dann richtig. Und damit haben wir ein 716er Score. Ach, fuck mich doch nicht ab. So, jetzt aber 700er, ne, dankeschön. So, oh, er steht schon lecker Schmecker da. Ein Jade R35 mit T37 mit einem Ducktail. Sichere Nummer. Da holst du einfach jeden Fan mit ab. Da ist einfach direkt abgehakt. Passt. Einmal zum Einpacken. Das ist schon okay so. So, heute geht es nach Dragon Trail zum GTR Cup. Dritter Platz oder höher. Wir fahren schön im R35 hier, liebe Leute. Und gehen da mal rein. Ich hoffe, es regnet nicht. Wenn es regnet, raste ich aus. Es regnet nicht. Lieber Gott, dankeschön. Gut. Ich kenne mehrere Fahrer, die an diesem Nissan GTR Cup teilnehmen. Alle sind die absolute Fans des GTR. Haben Sie einen Lieblings-GTR? Ja, er ist der 34 leider. Es ist so doof, wie es klingt, Alter. Es ist natürlich total nur auf 15, aber es ist halt einfach mein Lieblings-GTR. Was soll ich machen? So, ich bin mal gespannt, ob da ein Unterschied zwischen den ich merke gerade das und der Hektifuß ist krass, beim R35 haben sie ja wegen der Rennabbusgelage voll Arbeit gemacht. Also ihr seht, ne, wir haben nur noch ein großes Rohr und die anderen Blenden sind zugemacht worden. Also gehen wir zu anderen Fahrzeugen, wo du dann einfach da immer noch eine Aussparung hast, ist hier beim R35 einfach mal schön ein Kanonenrohr rechts rein und die restlichen Diffusorteile sind angepasst worden. Das ist ein sehr leistiges Detail, dass man sich da mehr Mühe gemacht hat. Also je nach Abgaslage, die du bei dem fährst, sieht das Heckteil auch anders aus. Okay, das ist natürlich, vorher wo ich gerade darüber geredet habe, dass es keine richtigen Body gibt, es gibt natürlich ein nettes Detail, wenn man ehrlich ist. Aber Heavy, Ich glaube, vorher war Anti-Lag immer schon aus oder heavy und das Leichte kam wohl jetzt, denke ich mal, erst dazu, würde ich mal behaupten, weil das klingt jetzt nicht schlimmer als vorher. Also wir haben jetzt nicht plötzlich mehr Rampapam hinten am Heck. Bei der R35 fährt sich sehr angenehm, ne? Er hat natürlich auch serienmäßig schon den meisten Bums hier. Man muss sagen, beim R34 und 32er bin ich ja nicht mehr Leistung gefahren fast, obwohl doch beim 32er schon. Beim R34er nicht und du merkst ja, dass der R35 natürlich jetzt richtig seine Leistung durchfeuert. Ah, es sieht aber auch schön aus. Ist auch ein schönes Fahrzeug einfach. R33 aber auch. Ich muss auch sagen, R33 wäre auch immer so eine, den ich kaufen würde. Ne? Weil auch Leute mal fragen, ne, wegen meinem Subaru, ne, ob ich den verkaufen würde. Erstmal nein. Es gäbe Autos, für die ich es tun würde. Ja. Andere Japaner, ja. Da wären so für mich so RX-7, FD oder auch ein GTR, R33 oder 34, R33 oder 32, 34, brauchen wir nicht überreden, das ist eh Quatsch. Die wären so in dem Rahmen, wo ich sagen würde, okay, ja, dafür würde ich ihn abgeben oder verkaufen und mir das andere holen. Und im deutschen Rahmen wäre es das einzige Auto, für die ich einen Subaru abgeben würde, das ist kein Gag, es gibt nur ein Auto, 4er R32. 4er oder 5er Golf R32, das wäre ein Fahrzeug, wo ich sagen würde, okay, dafür gebe ich den Subaru wieder ab. Weil die einfach so viel Charakter haben wegen ihrem Motor. Wow, okay, das war jetzt unerwartet, trotz Heckantrieb.
dass die mich einfach noch mehr abholen. Das sind doch mehr Traumautos als ein Subaru für mich. Aber wie gesagt, ich würde ihn halt auch für andere JDMs abgeben, die halt noch ein bisschen krasser sind. Aber die Phase haben wir noch nicht erreicht. Ich habe den Wagen jetzt erst so kurz, dass die Phase ist von, ich gebe den wieder ab, nicht da. Weil Leute immer gefragt, gibst du den jemals ab? Eigentlich nein, weil Traumautos, aber es gibt Autos, die noch ein bisschen mehr Traumauto sind. So, für ein anderes Traumauto. Nicht einfach für ein random anderes Auto, sondern es muss schon auch eins auf der Traumliste sein. Der Erik 7 wäre natürlich ein richtig kluger Zug, so von einem unreliable Motor zu einem noch unreliable Motor. Das wäre einfach, das wäre einfach so ein Pfeifett, so. Ja, der Motor kann eh schon nicht viel ab. Lass dich doch mal einen Motor wählen, der noch schlimmer ist. Obwohl, nee, da müsste ich den RX-8 nehmen, einfach aus Prinzip, glaube ich. Und der blaue Skyline ist hier aber auch sehr geil. 9 Sekunden Platz 1 Vorsprung, sauer. Fliegt mir da vorne weg. Okay, wir müssen jetzt mal kurz ein bisschen. Ich stehe gerade so voll entspannt, aber wir sind schon Platz 2. Sehr einfaches Rennen. Dann sehe ich gerade die 9 Sekunden auf Platz 1. Ja, moin, Kollege. Klangkulisse vom R35 ist mit Rennabgaslage aber auch anders geil. Ne, der schreit dich ja zu, ey. Boah, vor allem ist der im Innenraum jetzt laut. Meine Fresse. Der ist im Innenraum noch niemals Serie so laut. Alter, die Rennabgaslage macht aber richtig Terror im Innenraum. Holy shit. Ich finde aber auch krass, wie die Heckverteilung ist. Der muss ja locker 30er, 70er Verteilung fahren. Ich habe jetzt kein Torque Vectoring eingebaut, also ich kann es nicht einstellen. Aber der muss ja locker 30, 70 fahren, so wie giftig, wie der mit der Hinterachse agiert. Also der ist weit entfernt von 50, 50. Obwohl das ja auch eher nur die Evos und Subis fahren. Also die GTRs sind ja schon eher ein bisschen sportlicher angelegt. Ah, okay, auf Platz 1 auch ein R35. Aber den catchen wir die Runde noch. Wir haben ein bisschen Überschuss, wenn ich wunderbar sagen dürfte. Ja, ein bisschen Kasala in der Bude. Uiuiuiui. Und ich habe auch ein bisschen den Bremspunkt verschallert hier. Hoppla. Gott sei Dank ist hier so viel Auslaufzone, dass das Spiel mir nicht übel nimmt. Ganz angenehm. Macht er jetzt Tür auf oder nicht? Ja, macht er. Okay, danke. Ich war mir gerade nicht so ganz sicher, ob wir uns jetzt einig sind, dass ich Tachte auf eine Tür habe. Boah, Junge, der ist aber auch eine kleine Zicke, der Kollege. Also, Stroke Victory Gift musst du auf jeden Fall immer, wenn du hier auf Leistung gehst, damit du ein bisschen mehr Leistung nach vorne generierst, an die Vorderachse. Weil sonst wird dir eine richtige Zicke, der Kollege. Ich meine, wie gesagt, wir fahren jetzt Serienleistung. Wir haben eigentlich nur Auspuff und Anileck geändert. Also, da ist kein großer Turbolader drauf, nix. Das, was er hier abfeuert, ist so, weil die Serienleistung hier ein bisschen erhöht worden ist durch den Auspuff. Aber das macht den Wagen hier nicht plötzlich zu einem kompletten Monster. Lässt einfach nur geil klingen und sieht ziemlich nice aus. Und marschiert halt trotzdem ganz gut. Aber die Breite tut ihm echt gut. Also, GTS verbreitern finde ich ordentlich. Sollte man immer mal machen. Wenn die preistechnisch nicht so teuer wären, dass das keiner leisten kann, der komplett menschlichen Verstand hat. Aber macht Spaß. Ich sage, der 32 und 34er fuhren sich deutlich handzahmer. Ne? Da die weniger Leistung, die hatten, haben die mit dem Handling bei mir ausgeglichen. Dadurch waren die ein bisschen entspannter über den Kurs hier zu zirkeln. Im R35 muss man mit dem Gas geben aus dem Kurvenexit schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht unnötig den Camp Block raushängen lässt. Jo, moin. Einmal das Heck wieder rum. Dankeschön. Oh, ja, okay, da habe ich mich ein bisschen sehr verschätzt. Hoppala. Junge, ist aber auch giftig, der Kollege. So unerwartet, weil hier, Gott, kannst du echt seitwärts schmeißen. Krass. Ich hätte den R35 niemals so, sagen wir mal, aggressiv abgestimmt gedacht. Nur hier. Wie kannst du. Oh, okay, da habe ich ein bisschen zu viel gewollt. Naja, wir haben noch eine Runde, deswegen habe ich mir das jetzt gerade mal erlaubt. Wir haben genug Zeit für so Scheiße. Nur obwohl wir lustigerweise ein 7-Motor-Fahrzeug haben, fahren wir die Leute hier im Grund und Boden. Ich verstehe nicht, warum. Also, es liegt ja nicht daran, weil wir brutal viel Leistung haben. Also, wir fahren ja einfach nur viel Handling. Das ist das Lustige. Also, kann ich euch nicht sagen, warum wir hier so stark sind in Events. So, eine Runde haben wir noch. Einmal nochmal in den Raum, weil es einfach so gut klingt. Es klingt einfach echt schön, muss man sagen.
Hier hört man auch, dass das Anti-Lag ein bisschen besser, ne? Hier plöppelt es ein bisschen mehr. Boah, Junge, wenn der in den Drehzahlbegrenzerbereich kommt, Junge, schreit das Teil. Ist es nice. Schade ist, dass das Display in der Mitte nicht an ist, sehe ich gerade. Also das Zusatzdisplay mit Infos in der Mitte, das läuft leider nicht. Habe ich beim 34er gar nicht drauf geachtet. Aber das ist ein schades Detail, weil da wird, da wurden die GTS ja gerne mit Playstations auf Rädern verglichen, weil da ja so viele Zusatzinformationen und Gimmicks angezeigt werden. Ladedruck, Temperatur, alles. Aber das halt sehr, sehr cool aufgemacht. Halt nicht so einfach so standardmäßig, sondern ein bisschen mit schönem Design. Und dadurch hat es halt ein bisschen wie gewirkt, als würde man auf der Konsole zocken. Schade, dass das jetzt hier nicht animiert ist bei dem. Das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Boah, Junge. Aber der macht Spaß, wenn man so ein bisschen raus hat, wie er agiert, kann man dem Kollege sehr, sehr viel Spaß haben, wenn man ihn nicht neben die Strecke schallert. Ja, ist schon eine geile Kiste, also wirklich. R35, lecker Schmecker. Ist noch nicht der Nismo, den müssen wir uns natürlich auch noch holen. Aber das ist, nicht unbedingt nötig jetzt momentan. Auf Dauer kommt er natürlich noch in unsere Sammlung, aber andere Autos haben Priorität. So, einmal nochmal durchziehen, das Ding hier. Da wird auch schon die Zielfahrt gewählt. Da können wir auch richtig mal ein bisschen nah ranfahren hier. Moin, moin. So. Boah, der sieht, okay, er sieht auch schon fies aus. Ne? Wenn man ihn jetzt gerade so sieht, so im Vorbeifahren wirkt das mit der Breite und den Felgen relativ. Oh, Junge. Ja, das wirkt clean. Das ist sehr clean. Kein Auto, kein Leben. Trophäe halt. Okay. Was habe ich denn jetzt für ein Achievement bekommen? 100 Fahrzeuge in der Garage gegangen. Ach, nice. Okay. Ja, 100 Fahrzeuge einfach mal zusammengesucht. Guck mal hier. Guck mal in der Schau. Und den R33 GTR auch noch bekommen. Den müssten wir eigentlich auch noch tunen, damit der in der Garage vernünftig aussieht. Weil wir haben eigentlich jeden getunen. Wir haben den 32 getunen, wir haben den 33 getunen. Den 34 und den 35. Ja, wir müssen. Ja, okay, sorry. Das müssen wir jetzt am Ende der Folge noch machen. Ich muss den 33 noch tunen, Leute. Also man wird doch komisch angeschaut. Die Leute gucken einen doch so verachtend an. Weil der R33, man muss auch sagen, der R33, das finde ich auch so scheiße, dass die meisten Spiele den so stiefmütterlich behandeln. Der ist in so wenigen Spielen enthalten und dabei ist der R33 auch echt ein schönes Auto. Ich weiß, die GTR-Fans mögen den nicht am liebsten, der 32er und 34er beliebter, aber ich bin auch sehr großer Fan vom R33. Vor allem preis-leistungsmäßig ist der noch so der anständigste. Aber ja, den müssen wir natürlich auch noch tunen. Es tut mir leid, das war der falsche. Den müssen wir auch noch tunen, aber das ist jetzt nicht das Auto, was jetzt heute Plan ist. Wir müssen den noch tunen, komm. Einfach, damit wir die ganze GTR-Reihe durch haben. Weil ich glaube, dann haben wir auch jeden GTR getunen. Den 2000 haben wir, glaube ich, jeden GTR getunen, der so ein Spiel drin ist. Also auch bis auf den Nismo, aber jetzt mal außen vor gelassen. Wir machen direkt mal Fahrwerk und Anti-Lag und sowas mache ich trotzdem mal rein, weil ich sag mal so, wenn wir irgendwann mal fahren, sind die Teile sind schon drin, ich muss ihn nicht noch kaufen. Das kann ich schaden, dementsprechend. Und momentan bin ich ein Rich Motherfucker, also dementsprechend drauf geschissen. Das Spiel schmeißt sich so mit Kohle gerade zu. Also nicht mit Kohle, ja, also verhältnismäßig. So, alles rein damit. Das noch rein, sehr schön. So, dann drehen wir die Karre jetzt erstmal kurz tiefer, damit der gleich bei GT Auto auch direkt vernünftig dasteht. Die Leute nicht lachen, dass er auf unser Auto zukommt. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht ausgelacht werden. Dementsprechend machen wir einmal mal tiefer. 15 cm, das ist aber eine solide Höhe. Das machen wir. Und dann machen wir auch noch hier natürlich Anti-Lag schon mal an. Wenn wir den irgendwann mal fahren, will ich mich ja nicht erschrecken, dass der Wagen so leise ist. Das sieht doch schon mal gut aus. So, Breitbau dürfte bei dem auch nicht teuer, also dürfte nicht teurer als beim R35 sein. Ich denke mal auch 25k. Ja, habe ich wieder richtig. Dankeschön. Sieht das ja bei dem Fahrzeug auch gut aus. Eieiei, natürlich sieht das gut aus. Gekauft, Junge. Hier wird jeder Skyline verbreitert. Hier kriegt jeder Skyline seine wunderbare Blechmassage. Ja, uiuiui, Alter, Seitenteil hinten ist jetzt echt gestört. Das gefällt mir gut. So, Farbe können wir sogar so lassen. Ich bin mit dem Weiß beim R33 sogar echt konform. Finde ich eine sehr schöne, cleane Farbgebung für den Wagen. Steht ihm auf jeden Fall sehr gut. So, GT Auto. Ja, das haben wir, genau. Fahrzeuganpassung wollen wir noch. Wunderbar. Das Gute ist, der steht jetzt von der Höhe schon vernünftig und wir können uns direkt vorstellen, wie er aussehen könnte. So, Workmaster S1 könnte ich mir auf dem Wagen sehr gut vorstellen. Aber in einer viel größeren Größe. 19 Zoll? Ne, 19 Zoll sieht affig aus. 18 Zoll? Ich weiß nicht warum, aber Workmeister S1 sieht echt so geil aus. Aber hier im Spiel schicken die mich irgendwie nicht weg. Ich weiß nicht warum, ne? Also normal in echt irgendwie so geil. Workmeister S1, beste Rad der Weltgeschichte. Aber irgendwie hier im Spiel. Ja, die Racing T7 XT. Wow, okay. Boah, Alter, okay. Ich glaube, die machen wir mal, weil das Ding wird dadurch so ein richtiger. Obwohl, die könnten wir natürlich auch wieder mal. Ja, nehmen wir die mal hier. Die machen.
Nee, das nicht. Die machen die Karre richtig zu so einem Bodybuilder. 18 Zoll. In breit und in breit. Boah, oh ja, oh ja, oh ja. Das schwarze Felgen auf dem weißen Auto ist halt. Boah, Alter, vor allem wie der hinten steht. Guck dir mal an, was für eine Breite der hinten hat. Was ist denn da los? Ui. Ich bin aber ehrlich, ich mag die originale Lippe sogar echt gerne, ne? Wir müssen gleich die Anbauteile auf jeden Fall schwarz machen, weil das muss schwarz sein. Das geht nicht in weiß. Also, das ist okay, weil geht tiefer. Brauchen wir nicht drüber reden, ist cool. Aber das müssen wir wieder in schwarz machen. Ich. Komplett lackierte Stoßstange. Holt mich irgendwie nicht ganz so ab. Oder ja, vielleicht ein Gesamtpaket gleich schon. Oh, aber der Heckdiffusor gefällt mir gut. Die Ansätze plus der Diffusor. Das sieht am R33 richtig nice aus. Auch vor allem das schöne Kanonenrohr. Richtig schön. So, Heckflügel. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil ich mag den R33. Es gibt für den R33 gibt's das Geile. Die haben nochmal so Spoiler, die in den Spoiler kommen. Weil das Brett beim R33 ist demontierbar. Und dann bauen meistens nochmal so einen Spoiler auf, so ein bisschen RWB-Style. Clean ist natürlich auch sehr geil. Ja, muss man auch einfach sagen. Das ist auch schon wieder gut. Obwohl, geht bei ihm nicht. Nee, der hat ja diese Seitenteile, geht bei ihm ja hoch. Das sieht bescheuert aus. Beim R33 geht clean nicht. Dann haben wir es mit dem Carbon-Blade. Und da haben wir genau das, was ich meine. Ja, mit dem großen Flügel im Spoiler drin. Das ist halt so geil. Ich liebe das. Ich liebe es. Das Carbon-Brett ist auch geil, aber das hier ist halt einfach noch so viel geiler. Ach, guckt's euch an. Guckt's euch an. Los, guckt's euch an. Ein bisschen mal genauer hinschauen. Das ist schon sehr geil. Überall Käfig. Ja, moin, rein damit. Libyen, machen wir wieder gelb. Ich finde das bei den alten Skylines irgendwie voll geil. Habe wieder Kennzeichen versetzt. Ja, sehe ich mich. Sehe ich mich hier beim R34, sehe ich mich da auch. Okay, dann haben wir einmal das hier, dann haben wir ohne Logo, dann haben wir einen anderen Kühlergrill und ohne diese Eindässe. Aber ich mag die Eindässe sehr gerne und ich mag das GTR-Logo sehr gerne. Ich möchte nichts an diesem ändern. Ich finde, es hat jetzt ein bisschen was vom R400, so von der Breite und so von der Statur her. Er wirkt jetzt schon fies, muss ich sagen. Und ich gucke jetzt gerade mal ganz kurz, ob ich die Anbauteile schwarz haben will oder nicht. Ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher. Es gibt ein Design auf dem Auto? Wo? Hä? Wo hat er denn ein Design? Ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir ist. Das V-Spec, was da hinten drauf steht? Ah, ja, der V-Spec-Sticker hinten auf. Pff, ja, moin. Okay, gut. Lassen wir das. Okay. Wie kann ich denn. Gibt's. Spezialfarben. Oh, wir können auch mal gucken, ob eine andere Farbe vielleicht doch zu. Oh, Alter, Babyblau. Uiuiui, scheiße, Alter. Das ist aber auch echt eine schöne Farbe auf dem Auto. Mann. Wir haben mittlerweile einige schöne Farben zusammengesammelt. Im R33 steht extrem viel, extrem gut. Aber ich möchte ihn doch weiß lassen. Ich finde weiß am cleansten. Nee, wir lassen weiß. Kann ich die Zusatzfarbe jetzt nicht machen oder bin ich einfach nur bescheuert? Alles lackieren. Okay. Gibt es da keine Option oder bin ich einfach nur bescheuert? Warte mal. Ich glaube, ich bin einfach nur bescheuert. Kann das sein? Walk Silver Metallic ist aber auch geil. Da Grand Prix Weiß haben wir ja drauf. So, okay. Ah, jetzt kann ich. Dankeschön. Mein Gott. Ich war gerade ein bisschen lost. Ja, okay. Es ist auch wie. Ah, es ist nur die Lippe vorne dann, ne? Aber ich bin trotzdem ehrlich, dass ich die gerne. Auch will ich jetzt eine Wagenfarbe haben oder nicht? Ich bin echt am Überlegen. Ja, doch, im Gesamtoptik passt es jetzt wieder. Ist okay, im Gesamtoptik passt es wieder. Der Käfig hätte ich nur gerne in einer anderen Farbe. In. Pack mal den Käfig. Dann hätte ich gerne einfach schwarz-matt oder rot. Machen wir einen roten Käfig rein, komm. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? So, passt schon. Das haut so hin. Oh, Flügel müsste. Oh, das Flügelbrett. Warte mal, der Flügel ist der nochmal gesondert. Und der kommt. Ah, der ist oben nochmal. Okay, super. Den hätte ich gerne in einer anderen Farbe. Ah, ich habe leider kein Carbon mehr gekauft. Scheiße. Dann machen wir halt, nee, chrom, matt, nehmen wir matt schwarz, machen wir matt schwarz im Flügel, so, das sieht schon, das sieht doch ganz gut aus, so, gefällt mir das schon, so, einmal bitte, abbrechen, weil wir haben noch eine Rennoption, wir müssen noch einen schönen Schein, geil drauf machen, wo kommen wir denn da hin, so, wunderbar, speichern, so, jetzt aber, R33, wunderbar, ach, das ist schön, jetzt haben wir wirklich alle GTRs in dem Spiel getunet, wie gesagt, bis auf den Nismo, aber wir haben die Baureihe getunet, so, nehmen wir's hin, wie es ist. Er sieht aber auch schon lecker Schmecker aus, muss man mal sagen. Er sieht schon. Ist schon ein schönes Kfz. Da kannst du nicht meckern. Das ist schon ein schönes Kfz. Aber ich glaube, mit dem bin ich jetzt auch sehr happy. Jetzt haben wir zumindest alle einmal schick gemacht. Können wir mal ganz kurz nochmal in der Garage gucken, dann kann man sich nochmal in Ruhe anschauen. Aber ich glaube, der ist schon ganz gut geworden, der Kollege, ne?
Ja, doch, doch, der, oh, vor allem die Heckansicht ist mit dem Reifen halt hinten komplett gestört. Warte mal, wenn ich mal einen Heck, da, guck mal hier, Alter, was der hinten für, Junge, 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 ey. Auch wie schön diese Felgen im Radkasten stehen. On point. So, Luca, ich habe die Skylines zusammengekriegt und habe alle getunt und immens viel Kohle verschwendet. Ich hätte es immer noch cooler, wenn meine eigenen Autos... Diese Bilder mit den eigenen Autos wären halt nochmal so next level geil. Also das wäre halt nochmal so der Punkt drüber. Naja. Hey, Glückwunsch, Sie haben alle drei Autos. Damit ist Ihre Nissan GT-R-Sammlung komplett. Sobald Sie aber Lohnung haben, kann ich Ihnen einige Geschichten über diese Autos erzählen. Und ein 4-schöne Roulette-Ticket. Nice. Ja gut, dann erzähl uns doch mal was. Über diese drei schönen Kfz... Die Seiten 32er haben wir ja schon, der zählt ja nicht mehr rein. Na gut. So, der Nissan GT-R ist einer der führenden Marken für japanische Sportwagen. In den späten 1960ern wurde der GT-R zu Nissans Skyline-Flaggschiff-Modell hinzugefügt. Dafür wurde eine massenproduzierte Karosse mit dem gedrosselten Motor eines Rennwagens kombiniert. Er eroberte den japanischen Rennsport in Windeseile und gewann dabei zahllose Rennen in Folge. Japan machte dieser Zeit große Fortschritte der Autoentwicklung und der GT-R sorgte für großes Aufsehen. 1989 erschien die nächste Generation des Skyline GT-R mit einem modernen Allradantriebssystem. Mal überlegen, der R32 war erst der nächste dann, der als GT-R kam. Dieses Modell wurde bekannt als R32. Es war nahezu unschlagbar in den nationalen Rennen und gilt als echter Klassiker. Sein Nachfolger waren der R33 Skyline GT-R und der R34 Skyline GT-R. Auch diese Modelle waren sehr beliebt und gelten heute als Sammlerstücke. 2007 wurde Nissan GT-R als Sportwagen veröffentlicht, der trotz Massenproduktion die beste Leistung erzielte. Sein einzigartiger Allradantrieb wurde mit einem starken V6 Twin Turbo Motor und einem kultigen Design vereint. Er ist sofort als GT-R aus Japan zu erkennen. 10 Jahre nach dem ersten Verkaufsstart wurde GT-R weiter stetig verbessert. Was wird der nächste Schritt seiner Evolution sein? Er wird sicherlich alle Erwartungen übertreffen. Ja. Könnt auch gerne darauf eingehen, dass der R34 mittlerweile ein Einfamilienhaus finanzieren könnte, wenn man mal ehrlich ist. Oh, Tourenwagen Weltcup 700. Ui, ist aber neu, ne? Ist das eine der neuen Strecken? Könnte sein. Nee, ist doch nicht eine der neuen Strecken. Nee, genau. Dann schalten wir Fisherman's Ranch so endlich mal frei. Ja gut, wir haben aber noch ein Roulette-Ticket. Das drehen wir jetzt am Ende der Folge nochmal gerade schnell, weil da müssen wir ja auch mal kurz noch einen kleinen Blick reinwerfen, um mal zu gucken, was da Schönes gibt. So. Dieses Geschenk erhalten. Bitteschön. Junge, die neue Animation macht mich echt fertig, ne? Wir haben ja eine neue Animation bekommen für den Karadashi mit dem Update. Das macht einen nur so ein bisschen im Kopf fertig, wenn man versucht, mit den Augen zu folgen. Dann wird man ein bisschen bescheuert im Schädel. Ja, gut. Natürlich wieder den nächsten Preis bekommen. Wie sich das gehört für Gatorismo. Und mit diesen wunderbaren Worten würde ich auch sagen, bin ich raus für dieses kleine Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ganz gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann und tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping.